Ja, hallo, ich grüße dich zu diesem Vollmond in Skorpion und zu dieser partiellen Mondfinsternis am 5. Mai 2023. Die totale Sonnenfinsternis am 20.04. war schon intensiv und so wird es auch diese partielle Mondfinsternis sein. Es ist jetzt ganz interessant zu beobachten für einen selbst, was ist in dieser Zeit vom 20.04. bis jetzt passiert. Die Dinge könnten sich rasant entwickeln, gedreht haben, ganz anders entwickelt haben als geplant. Und diese partielle Mondfinsternis hier, die kann das einerseits zum Abschluss bringen, die kann es bestätigen und die kann es nochmal in eine ganz neue Richtung bringen. Die Mondknoten stehen mal wieder etwas näher in der Nähe von Sonne und Mond. Und wir haben den absteigenden Mondknoten im Zeichen Skorpion, Mond im Skorpion, aufsteigender Mondknoten in Stier und die Sonne in Stier. Mit dem rückläufigen Merkur an der Seite und mit Uranus an der Seite der Sonne. Also das heißt, es wird sehr experimentell, sehr freiheitsorientiert sein, die Energie, etwas chaotisch, unruhig, Spannungen, eventuelle Abhängigkeiten werden noch einmal klarer mit dem Mond in Skorpion, der ja sehr tiefgründig ist und misstrauisch auch und die Dinge unter einem Alles oder Nichts beleuchtet, so eine Energie hat, tief in eine Sache hineinzugehen und passioniert da auch so nach den letzten Ecken zu suchen, also nach der Wahrheit auch. Also da wird alles überprüft hier. Und die Sonne in Stier ist ja eher genussvoll und möchte etwas erschaffen, ist produktiv. Hier geht es um das Thema Finanzen. Also ich könnte mir auch vorstellen, im finanziellen Bereich, gerade in Deutschland mit der Politik, dass da, wenn es um Immobilien und Eigentum geht, dass es da wieder mal ganz neue Gesetze oder Ideen gibt. Und im persönlichen Bereich ist es so mit der Sonne-Uranus-Konjunktion, dass es eben sehr freiheitlich orientiert ist, darum geht, eigenwillige Wege zu gehen. Und wir sind hier ja auf der Achse der fixen Zeichen. Skorpion ist ein fixes Wasserzeichen in der Opposition mit der Sonne und wo sich hier viele Planeten und auch der Mondknoten befinden, der Stier als fixes Erdzeichen. Das Thema ist hier bewahren, loslassen, geistiges Konzept loslassen, vielleicht auch Besitz loslassen, das zur Befreiung dient. Also das sind hier ganz starke Themen. Ja, spannend ist, dass die beiden in einem Leistungsdreieck zu Lilith in Löwe stehen und die Lilith steht am Apex. Und dieser Aspekt, der ist zwar an dieser partiellen Mondfinsternis schon vorübergegangen, trotzdem ist es so, er wirkt noch stark nach, vor allem mit dem Mond. Und da ist es so, dass Lilith in Löwe-Themen zutage treten. Also es geht hier um Gleichberechtigung, es geht vielleicht auch um Konkurrenz, es geht darum, die eigene Stärke anzunehmen, es geht darum, sich, wie man so schön sagt, nicht die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Also auf jeden Fall auf seine Werte und auf das, was einem gehört, hier auch so besteht. Eventuell geht es hier auch nochmal um Vaterthemen, um Machtkämpfe auch, um die Stellung, die man nimmt, ja, dass man sich eine bestimmte Stellung auch nicht nehmen lassen will, dass man hier auch eventuell im Quadrat zum Mond in Skorpion mit Misstrauen zu kämpfen hat, mit Neid oder Missgunst. Lilith ist ja so, dass es hier um ein Prinzip geht, das keine halben Sachen macht, um den dunklen Punkt im Mondapogeum, also den schwarzen Mond. Und da sind die Dinge vielleicht nicht so sichtbar. Und Lilith von ihrer Geschichte her ist ja so, dass sie eine Göttin darstellt, die sehr selbstbewusst ist und sich auf jeden Fall nicht unterordnet. Ja, es ist so ein Prinzip von total in eine Sache hineingehen oder auch etwas total verweigern. Es könnte sein, dass es darum geht, dass man verweigert, in die eigene Stärke zu gehen und in die eigene Sichtbarkeit zu gehen, dass man das Löwe-Prinzip spielt,
Lust, Vergnügen, Erotik total ablehnt, dass man keine Lust hat, auf der Bühne des Lebens zu stehen oder unsicher ist, eben ja misstrauisch ist, ja, also sich nicht da so ganz wohl fühlt, auch keine Stabilität dazu hat. Ja, oder eben das Gegenteil, wie ich vorhin schon sagte, eben genau dort die Position zieht und sich dort auch gar nicht vertreiben lassen will, so wie so eine Kleopatra, die Königin ist, ja, und da niemand anderen an ihrer Seite als zweite Frau gelten lassen würde und sich ihre Liebhaber aussucht oder einen ebenbürtigen Partner braucht. Das dürfte die große Herausforderung hier sein. Also es ist gar nicht so eine leichte Energie, weil der Löwe auch ein fixes Zeichen ist und der Löwe auch so ein körperliches Zeichen ist. Der Stier ja auch, ja, es geht hier um was Körperliches. Auch der Löwe will etwas erschaffen und wie gesagt, hier geht es um Spiel, Vergnügen, Erotik, auch um Kinder, um die Kreativität. Es hat natürlich hier auch ein sehr kreatives Potenzial. Alles, also es ist hier so ein schöpferisches Dreieck, was mit einer geistigen Kraft auch so verbunden ist und dann mit einer erdigen Kraft, mit einer Manifestationsenergie und das könnte sehr unruhig sein. Weiterhin ist es so, dass eben auch der Mond eine Opposition zum Uranus hat. Sonne hat die Konjunktion zulaufend. Wie schon gesagt, es geht hier um das Thema Freiheit, eigenbestimmte Wege zu gehen. Der Merkur hier rückläufig im Stier hat eine Konjunktion zu dem Mondknoten im Stier. Immer wieder geht es auch darum, dass in dieser geistigen Kraft gut zu manifestieren, also sehr klar auch im Geiste zu sein. Ich habe darüber auch noch ein Video gemacht zum rückläufigen Merkur. Also es ist diese Zeitqualität eben bis zum 15. Mai, Dinge noch einmal zu hinterleuchten, genauer zu betrachten, auch immer wieder hineinzuspüren. Fühlt sich das richtig an? Ist das wirklich stimmig? Was gilt es genau nachzuschauen, zu korrigieren und auch nicht so leichtgläubig zu sein. Es ist ja so, Venus in Zwillinge steht noch bis zum 7. Mai in diesem Zeichen, bildet noch die Rezeption zu Merkur in Stier. Das wird dann so behandelt wie eine Konjunktion. Das heißt, dieses Planetenpaar wirkt zusammen und Merkur und Venus verstehen sich gut. Hier geht es um Kommunikation, um Austausch, um Harmonie, auch durch ein Gespräch in eine bestimmte Angelegenheit zu bringen. Ja, und von daher in der Rückläufigkeit ist es auch immer gut, auch in dieser Opposition zu diesem Mond, das ist schon eine stark vorübergegangene Opposition, aber auch zu schauen, was denn im Gespräch nicht ausgesprochen wird. Merkur bildet auch noch ein Sextil zu Saturn in Fische. Das heißt, man möchte die Dinge doch genauer benennen, planen, eben sich mehr auf eine Sache fokussieren. Wie gesagt, mit dem Saturn im Zeichen Fische ist das Thema Auflösung auch wieder gleich inbegriffen oder auch die Intuition oder damit auch kreativer zu sein mit einem Vorgang, mit einem Projekt, mit einem Vorhaben. Schön ist auch das Sextil von Venus zu Jupiter in Widder, Venus in Zwillinge zu Jupiter in Widder. Die Venus in Zwillinge ist ja sehr kommunikativ, flirtet gerne, weil die Venus in Zwillinge offen ist für viele Dinge hier, bewegt sich gerne, auch tanzt, die körperliche Bewegung gehören hier sehr stark hinein, sich intellektuell auch auszutauschen und ja, wie so ein Schmetterling von einem Ort zum anderen zu fliegen, sich auch nicht festzulegen. Es ist eher so eine Venus, die eine angenehme Gesprächsführung hat, die gerne mit Menschen kommuniziert, die gerne mit Menschen auch im Gespräch ist. Und in diesem Sextil zu Jupiter ist es natürlich förderlich, Kontakte zu knüpfen, eventuell auch für die Berufung. Aber es ist natürlich auch so, dass es eine gewisse Freiheit gibt, dass es eine Leichtigkeit mit sich bringt, aber natürlich auch den Anspruch erhöht, ja, dass man so bestimmte Ansprüche auch an den Partner oder auch an das Gegenüber hat. Aber das Leben natürlich auch sehr gut hier mit dieser Venus in Verbindung zum Jupiter genießen kann.
Venus hat auch noch ein Quadrat zu Neptun, zu ihrer höheren Oktave. Und Neptun in Fische bringt immer die Kreativität, die Feinfühligkeit mit hinein, die All-Eins-Liebe, wo Venus ja eher auf der körperlichen Ebene, auch der Ebene der Fruchtbarkeit, der Harmonie sich austauscht und hier energetisch so wirkt. Vielleicht wünscht man sich etwas und der Traum geht nicht in Erfüllung oder die Traumvorstellungen stimmen halt nicht mit der Realität überein. Das kann hier auch sein. Trotzdem ist dieser Aspekt immer sehr schöpferisch und kreativ. Nach wie vor haben wir noch das Quadrat von Pluto zum Mondknoten in Stier. Das bleibt uns ja bis August. Also wir sehen die Veränderungen im wirtschaftlichen Bereich, im finanziellen Bereich, gerade in Deutschland eben auch, was Immobilie betrifft. Pluto ist wieder rückläufig geworden und steht hier noch im Zeichen Wassermann. Das bedeutet, dass die politischen Strukturen wanken oder sich wandeln, sich stark transformieren. Und wir erleben es ja jeden Tag und jede Woche, dass es neue Nachrichten gibt. Die Frage ist, was wir dann hier eben als Bürger damit machen, wie wir damit umgehen, inwieweit wir etwas zulassen, was geht zu weit, was betrifft auch den Besitz, wo man sagt, das will man nicht so leicht abgeben. Das ist hier so ein Thema, das uns länger begleitet auf jeden Fall. Grundsätzlich kann man zu dieser partiellen Mondfinsternis sagen, sie hat eine absolut schöpferische Energie, die sehr unruhig ist, die aber wirklich endlich befreiend ist. Auf jeden Fall kann es sein, dass alte Themen, Familienthemen, Partnerschaftsthemen, all das, wo man merkt, man möchte diesen Ballast loslassen, es ist nicht mehr stimmig, man gehört nicht mehr zu einer Gruppe dazu, man gehört zu einer neuen Gruppe dazu, man möchte ein ganz neues Leben anfangen. Das ist das hier mit dieser partiellen Mondfinsternis zu einem Höhepunkt kommt. Es ist also ganz wichtig oder ganz interessant eben dann zu schauen, wo steht dieses Zeichen Stier, also Mond und Sonne stehen auf 14 Grad 58. Da zu schauen, wo steht das Zeichen Widder und Stier? Denn auch die letzte totale Sonnenfinsternis hat natürlich noch ein Nachwirken. Also das ist hier eine Zeit, wo es darum geht, in die neue Energie hineinzugehen für einen selbst. Und ganz hier natürlich hat es das Thema Ablösen, Loslassen. Was bewahrt man? Was ist für einen Stabilität? Was nimmt man mit in ein eventuell neues Leben und was fühlt sich absolut gut an, loszulassen. Ja, soweit was von mir zu diesem Vollmond in Skorpion, zu der partiellen Mondfinsternis. Und ich ziehe ja wie immer eine Astrokarte aus meinem Astrokartenset. Mal schauen, welche Karte diesen Vollmond hier in Skorpion begleitet und auch diese partielle Mondfinsternis. Dann nehme ich sie hier. Widder. Haha. Interessant. Mut und Entschlossenheit. Also ich meine, man kann ja wirklich sagen, bei dieser Mondfinsternis hier in diesem fixen Zeichen mit Lilith in Löwe, auch geht es ja um alles oder nichts, ganz oder gar nicht, vielleicht auch um irgendeine konkrete, definitive Entscheidung, die auch Konsequenzen hat, je nachdem, wie das bei jedem ist. Also die Energie ist ja da so aufgeladen, kann man sagen. Ja, ich lese mal, was die Karte sagt. Der feurige Widder handelt instinktiv und aus dem Bauch heraus. Er verfolgt seine Ideen und setzt sich durch. Widerstände fordern ihn heraus. Er liebt den sportlichen Kampf. Er handelt entschlossen und mutig. Der Widder ist freiheitsliebend und tatkräftig. Seine Gabe ist, andere Menschen zu motivieren. Seine Willensstärke macht ihn zu einer guten Führungsposition. Er ist direkt und aufrichtig. Auch du trägst diese Stärke und Tatkraft in dir. Nutze die feurige Energie, um deinen eigenen Weg zu gehen. Welches spannende Projekt hast du vor? Wie kannst du es in Angriff nehmen? Wo redest du mehr, anstatt zu handeln? Die Affirmation ist: Ich gehe mutig und entschlossen meinen Weg.
Vielleicht geht es hier um eine Selbstständigkeit, vielleicht geht es auch hier darum, um sich aus Abhängigkeiten zu lösen, trotzdem vielleicht die Verantwortung nicht ganz abzugeben, also zu schauen, wie nimmt man eine gute Position ein, die für einen selbst passt, wo man mit sich im Reinen ist und wo man sozusagen eventuell wirklich einen neuen Weg geht oder ganz konkret sagt, bis hierher und nicht weiter. So mache ich weiter. Das sind meine Werte. Das sind nicht meine Werte. Und dass es so zu einer guten Entscheidung kommt oder zu einem neuen Weg kommt, das ist hier so die Thematik und auch die Energie hier von diesem Vollmond in Skorpion mit der partiellen Mondfinsternis. Ja, soweit war es von mir zu diesem Video. Wie immer freue ich mich sehr über Kommentare, über ein Feedback, über Likes, über ein Abonnement von meinem YouTube-Kanal. Und auf meiner Webseite annaroth-coaching.com kannst du dir natürlich gratis auch jederzeit eine Astrokarte ziehen, dich unverbindlich in meinen Newsletter eintragen, um weitere Angebote über Workshops zu erhalten oder zum Beispiel auch die schriftliche Ausführung über den Neu- und Vollmond und ja, wie gesagt, weitere Angebote. Und ja, dann gibt es weiterhin natürlich noch mein persönliches Coaching und meine weiterführende Coaching-Begleitung. Ich bedanke mich sehr bei dir fürs Zuschauen und ich wünsche dir eine wunderbare Vollmond in Skorpionzeit mit der partiellen Mondfinsternis an deinem Seelenort. Bis dann.